Ich glaube, wir sollten 7-7 anfangen. 7-7 ist immer gut. Leute, willkommen Ja. auf jeden Fall. 2, 4, 6, 7. Siebte Kiste. Siebter Schlüssel. Hier sehen wir, was alles drin sein kann. Eine G3 ist G1. Die Sachen wollen wir eh nicht haben. Wir werden aber 100% wieder Mixems ohne Ende bekommen. Die in jedem. Obwohl die MP9 Dart. Die sieht cool aus. Die sieht cool aus. Eine Glock 18 Grinder. Sieht nicht so doll aus. M41 sieht standardmäßig aus. Auch langweilig, die Basilisk. Die MA41. Ne, MA4. M4A4. So. Haben wir eben in einem Spiel gesehen. Da ist ein Adler drauf. Sieht richtig geil aus. Die abgesägte brauchen wir nicht. Haben wir eine Kraken. Die P250 Kartel. Mega geil. Die SK20 sieht auch mega cool aus. Man kann auch nicht erkennen, was da drauf ist. Die Kariak. Aber sieht auch cool aus. Eben haben wir eine Kiste aus Versehen geöffnet. Ich wollte sie noch nicht öffnen. Aus Versehen eine Kiste geöffnet. Da haben wir die XM1014 in Tranquility bekommen. Ist eine Mädchenwaffe. Da ist so ein Mädel drauf mit Blumen und Herzen und hast nicht gesehen. Eine saucoole AK-47 ist wieder mit dabei. Eine Wasteland Rebel. P2000. Fire Elemental auch saucool. Also die beiden Waffen hätten wir auf jeden Fall gerne. Und ein seltener Gegenstand. Es gibt kein neues Messer. Das heißt, ich denke, es wird ein altes Messer droppen. Vielleicht eins von den Random, vielleicht ein Butterfly oder so, man weiß es nicht. So, aber 5-7 ist aber jetzt. auch cool. Ja, die 5-7. Welches sind die 5-7? Die, ach ja, Vierte. genau. Die haben wir eben auch gesehen. Die sieht ganz cool aus. Die sieht echt nicht schlecht aus. Deswegen fangen wir Oha. jetzt an. Siebte Kiste, siebter Schlüssel. Hat bisher immer Glück gehabt. Es fängt so an wie mit den alten Kisten, ne? Perry. Perry ist ein Teamspeak, guckt das im Stream, sieht natürlich alles ein bisschen später und Ich ahne es es jetzt ist. schon, dass es eine Mag 7 ist. Wenn du das schon so sagst, dann kann es eigentlich nur eine Mag 7 sein und es ist eine Mag 7. Also das ist. Leute, das ist. Aber Das. richtig schlechte Qualität. Ja. Es Ja, läuft. muss eine Mag 7 sein. Es muss eine Mag 7 sein. Wir werden mal einfach zufällig irgendwelche Kissen anklicken und schauen, was wir rausbekommen. Oh, bitte, bitte, bitte. Eine rote AK, eine rote AK. Oh, nein. Wenigstens die Statrick 5-7. Perry, ich schließe mich dir an. Der Perry hat nämlich eben auch, ich glaube, zwei Kissen aufgemacht. Und Ja. zweimal eine schöne Waffe bekommt, die wir hier sehen. Ja, die UMP. Dann Und feiert dann ihr die die schon. UMP-Stat-Trick. Sieht auf jeden Fall für Blau ganz okay aus. Ja, für Blau ist okay. Obwohl ich muss sagen, wenn man die Waffen upgradet von Blau auf Lila, dann bekommt man richtig geile Waffen, weil dann kann man schon die McGriffin bekommen oder die M4 Silence. Man hat also eine Ja. 50% Chance, dass man eine M4 bekommt. Und das ist echt schon eine ordentliche Chance. Die sagen, wenn du eine 7-7 nimmst, also siebte Kiste, siebter Schlüssel, dann ist klar, dass du eine Mag 7 bekommst. Dann wollen wir die 4-4 nehmen. Pass auf, wir nehmen jetzt die M4-4. Moment. Und wenn du dann jetzt eine M4 bekommst, Ist ja oder? dann ganz klar eine M4, oder? Leute? AK 47, oh, dann brauchen wir 47 Schlüssel und Kissen. Oh mein Gott, Perry! Guck dir mal hin, was da eben für eine Waffe war. Die P2000 war drin. Oh, echt? Oh mein Gott. Und ich habe mich, Oh. Perry, 1 zu 1 dasselbe gezogen, was Perry gezogen hat. Ja, das mit dem Wetten ist schon vorbei. Sind geclosed. Ja, aber die Unterschied sieht auch die UMP Star Trek. Ich habe die auch in StatTrak natürlich bekommen. Nimm Kiste 2000. Okay, ich versuche nochmal. 4-4, 4-4. Ich glaube, das war jetzt nur Pech. Bisher sind wir. Ja. Ich glaube, das war Pech, Perry. Eine SK20 wäre auch richtig geil. Oh ja, die sieht richtig gut aus. Oh, ja, die ist ganz cool. Die ist ganz cool. Boah, die ist sogar, glaube ich, Factory New, oder? Die ist Factory New, ja. Also, zumindest, ja, die ist nicht, da hat die einen Streifen, könnte minimal sein. Ich finde die auf jeden Fall cool. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Jetzt habe ich mich verzählt. S. 5. So, wir nehmen Schlüssel Nummer 20, Kiste Nummer 20. Ich vermute, das ist jetzt eine SK20. Die blauen Waffen werden wir upgraden. Vielleicht bekommen wir dann eine Schallgedämpfte raus.
Ne, im 4. Ja. Ja. Nicht die beste, nicht die beste, aber schon mal besser. Schon mal besser. Oh, und die Qualität ist. Oh, vom Nahen sieht die echt geil aus. Also, auf dem Bild sah die beschissen aus, aber so sieht die ganz cool aus. Wir haben zwar die Water-Elemente, aber. Die ist auch nicht schlecht. Die ist nicht schlecht. Ja, die sieht echt nicht schlecht aus. Also das hat schon mal geklickt, bitte. Weil jetzt wollen wir nicht immer so dieselben. Die aktuelle kommt bei 4-7, okay. Schlüssel 4, Kiste 7. Sagt wer? Habe ich noch hier. N2000, bringt ihr uns Glück? Wir streichen. Wir werden sehen. Ihr müsst immer den seltenen Gegenstand streicheln, damit er kommt. Ich glaube, die Max 7 haben uns verlassen. Ich glaube, bei den Vanguard-Kisten liegt ein OMP-45-Fluch. Nein. Ja, ich glaube, die OMP ist das, was man am meisten zieht. Ja, weil die Waffe spielt keiner. Ja, doch, ich spiele die, aber ich habe die Karamell. Hedy sagt, Mucka, nimm bitte als nächstes 2-9, ich wette alles da drauf. Okay, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wer sagt das? Hedy 89, mein Jahrgang. Hedy, bringst du uns Glück? Bringst du uns Glück? Ja, ja, Hedy, ja, ja, ja. Hedy, ja. Bringst du mir einen Daumen nach oben? Es ist zumindest besser als eine OMP. Wieder war die Pizza und Putzes zu sehen. Oh, wieder eine Glock. Nicht schlecht. Die Glock? Vielleicht haben wir am Ende ja 10 Glocks. Was nehmen wir noch? Schlüssel 12, Kiste 11 von Paraguay TV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und Kiste 11. 9.11. Nein, 11. 9. Nee, 9.11. Kiste 12 war das, ne? Ich weiß gar nicht. Was hat er dir gesagt? Ich glaube, Schlüssel 12, Kiste 11. War das, wa? Wenn nicht, dann, düdüm. Da schreiben so viele Zahlen, da kommen etwas durcheinander kommen. Komm schon. Ja, Mann! Boah, Junge, das war gut! Wer hat das gesagt? Paraguay TV. Ich liebe dich, Paraguay. Paraguay, du darfst mir noch ein paar Zahlen nennen. Du darfst mir noch ein paar Zahlen nennen. Was hast du gezogen? Ach, nichts Besonderes so. Oh, nein! Oh mein Gott! Boah, Alter, in Stat-Trick sogar. Scheiße. Ja. Ich glaub sogar Factory New. Echt? Ich weiß es nicht. Müsste ich nachgucken. Ich schau mal eben kurz. Guck mal eben. Alter. Sieht super Paraguay aus. Karte. Vom Kampf gezeichnet? Wo sieht die vom Kampf gezeichnet aus? Echt, ey, die sieht doch mega gut aus. Die sieht Factory New aus. Mit Stat-Trick. Hier nebenbei, die haben wir als allererstes gezogen. Aber geht jetzt weiter. So. Ja. So. Hat Paraguay noch was gesagt? Wir brauchen noch ein paar Tipps von Paraguay. Der ist der Zocker. Der hängt bestimmt in Casinos ab. Ich glaube hier 1 und 11. Kiste 11 war bisher immer gut. Komm. Oh, da war die schöne SK. Ja, Mann. Ey, Kiste 11 ist richtig gut. Kiste 11 ist richtig gut. Leute, die Kiste 11, nur noch Kiste 11 aufmachen. Was ist das denn diesmal gezogen? Feldora hat gesagt, glaube ich, 1-11, ja. Ne? Also das ist nicht schlecht. Ja, Feldora. Green Fighter hat am 13.11. Geburtstag, ja, dann nehmen wir da mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und die Kiste 11. Da darfst du 4 und 9 nehmen, Paragie. 4 und 9 gesagt. Wir streichen nochmal den seltenen Gegenstand.
Dein Geburtstag hat uns kein Glück gebracht. Aber eine neue MP9, Dart, sieht cool aus mit so Pfeilen. So Speedpfeil. Erinnert mich immer. Kennst du den Speedboost von Trackmania? Ja, der ja. hat diese Pfeile. So. Ja, ja. Mega cool. Sieht trotzdem cool aus. Scheiß Qualität. Was hat der 4-9 gesagt? Ja, 4 und 9. Okay. Schlüssel 4, Kiste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habe ich mich verzählt? 2, 4, 6, 8, 9, 9. Paraguay, du kannst jetzt wirklich mein Lieblingswettbeaufsichtigter werden. Oder Lieblings... Da war wieder eine Karte. Haben wir leider nicht. Pech. Wer bringt uns noch Glück? Wer bringt uns noch Glück? Adi Rang sagt 1-1, sonst sind meine Eier ab. Okay, Adi. Nein, wir wollen das natürlich nicht. Aber komm, Adi. Weil du dich so sehr reinsteigerst, wollen wir es testen. 1-1. Also wir haben die Karte. Aber wir wollen noch ein rotes oder ein gelbes Item haben. Oh, Adi, oh, ganz knapp, Adi. Ganz knapp. Ganz ab. Ganz knapp. Bitte schneid ja nicht die Eier ab. Bitte nicht. Oh, so knapp an der M4. 4-7 für AK-47 Berlin Gamer Society. Das ist eine geile Idee. 4 und Kiste 7. 2-4-6-7. Lass uns Glück haben. Eine Ska war schon mal drin. Oh, richtig viele pinke Items. Eine MP9. Die ist eine bessere Qualität. Kermi, vielen, vielen Dank. Kermi, vielen Dank. Sieht aber gut aus, die Qualität. Die sollen mir noch einen Schlüssel kaufen. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir so viele Kisten Schlüssel haben. Perry, 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 Perry. Ich überlege. Moment, jetzt, ich mache einfach irgendwas so. Ich guck gar nicht hin, ich klicke jetzt einen Schlüssel an und irgendeine Kiste. Obwohl, eigentlich darf ich das nicht mal, weil ich hätte bisher immer noch Pech. Wir streichen immer den seltenen Gegenstand. Da war halt, wieder sehr viele pinke und lilane Sachen zu sehen, aber wir... Obwohl, ich glaube, die Waffe ist ganz cool. So schlecht ist die gar nicht. Wenn wir 10 blaue Items haben, werden wir die natürlich contracten, wahrscheinlich. Vielleicht. Mal sehen. Ich bin mir ziemlich sicher. Eventuell. RoffelXXX sagt, verwette meine Knives auf 9, 12. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und auf 12. Nebenbei die Musik eben war natürlich der liebe Dame mit Nexus. Macht richtig geile Lieder. Schaut doch mal bei ihm auch vorbei. Aber jetzt erstmal ein Messer ziehen. Messer, Messer, Messer. Oder auch nicht. Oh. Wir brauchen das Geburtstag von dem Gabe. Wenn wir Gabes Geburtstag haben, dann wissen wir nicht. Ach man, die UMP darf nochmal. Also die UMPs werden wir auf jeden Fall abcontracten. Ne? Die 100 Stück, die wir dann da raus haben. Geben wir Safti noch eine Chance. 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiste 10, 2, 4, 6, 8, 10. So knapp. Versuch mal die 3-3. Okay, wer hat's gesagt? Die 3-3? Hexroth hat's gerade geschrieben und ich sag das. Da ist was Gutes drin.
Ja, aber du sagst immer 3, 3, weil das so 3 und 7 sind die Standardantworten. Was ist dein Lieblingszahl? 3, 7. Nee, 7. 7 ist mein Lieblingszahl. Wir streicheln diesmal die AK-47. Komm schon, komm schon. Oh. 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 Sag, ja, guck dir bitte die Waffe an, Perry. Guck dir bitte die Waffe an, ja? Wo, was ist da für ein Skin zu erkennen? Was ist da für ein Skin zu erkennen? Was willst du denn da erkennen? Da soll ein Firestarter sein. Ist aber das Feuer. Ist aber sehr wenig Feuer, du. Ist sehr wenig Feuer. Ja, ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Hm. 4-4 von French Terror, der sagt, I won OVP Asimov. Haben wir auch, wir haben zwei Asimovs gezogen, AWPs. Obwohl ich muss sagen, aber bisher haben wir eigentlich ganz gute Sachen gezogen, wa? Also zumindest ja. Im Vergleich zu den anderen haben wir ganz gute Sachen gezogen. Allein schon die P52. Dead Track. Das war. Guck mal, der Cloud sagt auch, das Feuer hat wirklich glatt ist wieder angefangen so. Was kann da alles drin sein? Die Glock haben wir schon. Die Kartel haben wir mit Stat-Trick. Die XM1000, sonst haben wir ja noch gar nichts gezogen. Da muss aber kommen. Ein neues Item muss da wenigstens noch kommen. Oh mein Gott! Perry, Mann! Boah, ich ahne fürchterliches. Perry, Mann! Ey, das wäre ja besser gewesen als alle anderen Waffen. Ja! Mann. Und dann die Mac 7! Und wieder im beschissenen Zustand! Du hast echt viel Glück, Alter! Ja, Mac 7, solange die nicht Stat-Trick sind, ist es ja egal, weil ich kann die contracten, aber eine M4 mit Stat-Trick, Alter, ne? Griffin mit Stat-Trick. Boah, das wäre richtig gut gewesen. Wenn die Factory nur wäre, locker, richtig locker viel Geld. Komm. Oh. Abgesägte Stoßflinte. Ist eine neue Waffe. Haben wir auf jeden Fall nicht. Sieht. Ja. Schlicht aus. Sagen wir, sieht schlicht aus. Alex hat mir gerade per WhatsApp gesagt: der Quizzix 5 und 2, weil er vor ein paar Tagen Geburtstag hatte. Machen wir eine Kiste für Quizzix auf. Aber ich finde die Schrotflinte, die ist echt edel. Die sieht sehr edel aus. Die sehen eigentlich schlicht aus, so ein bisschen so ledermäßig, so weißt du. Ja, aber also nicht schlecht. Ach, Quizzix, dein Geburtstag kannst du sonst wohin stecken. Ich bin nie wieder auf Quizzix. Oh, Perigay sagt wieder 2-1. Perigay hat 2-1 gesagt. Perigay hat 2-1 gesagt. Paragon hat bisher wirklich. Du hast. Ja, Perry. Ich glaube, Paragon, der weiß, wie das funktioniert. Ja. Guck dir die Kiste an! Guck dir die Kiste an! Und was bekommt. Oh. Wie kann man denn? Ey, so eine geile Kiste, so geile Items und wir bekommen genau die Mitte. Du hast einfach kein Glück, ey. Oh. Du kriegst genau die Schrotflinte zwischen den Scheingedämpften M4s, ey. Oh Mann, ey. Manu-Keks, komm, wir machen was für Manu-Keks. Mit dem haben wir jetzt DayZ-Video aufgenommen. 2-4. Ich überlege, was lohnt sich zu contracten? Lila Items lohnen sich eigentlich nicht zu contracten, weil dann bekommst du pinke so. Die willst du ja nicht haben, aber pinke Items, wenn eine SK20 oder eine XM1014 in billiger Qualität zur Verfügung steht, würde ich mir vielleicht sogar 10 Stück kaufen und dann zu einer AK47 machen. Würde sich schon lohnen.
Komm schon. Mann, nur Keks, Mann. Ey, der Tor hat geile Sachen. Emote von Nightblue. RIP, ein Isaac-Spieler, cooles Spiel. Boah, Perry, guck dir die, da hat das Feuer auch noch nicht angefangen. Da fragst du dich, was für ein Feuer. Ist aber echt nicht. Super schön, die Mac 7. Drei Kisten haben wir noch, Leute, die letzten Kisten. Stego sagt 3-3, komm. Der Stego darf auch mal einmal. Wir streicheln diesmal die P2000. MP9 Dart. Die Dart sieht aber irgendwie ganz anders aus als auf dem Bild. Nightblue ist ein LOL-Spiel, okay. Tut mir leid. Sah zumindest Isaac-mäßig aus. Zwei Kisten noch. 1-2, alle sagen 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Ja, okay, ein bisschen Glück hat man ja schon. Ich meine, mehr Glück als bisher bei den anderen Kisten. Ich habe ja 100 Kisten aufgemacht, aber das beste Item ist eine AK Redline so. Und das in der schlechtesten Qualität. Aber die Waffe kommt auch so häufig. Die Waffe kommt auch so häufig. Adi denkt, sagt 11, 1, 1, alles auf was meine Mutter hat. Willst du dich selber verwetten? Jetzt schreiben sie alle 1, 1. 1, 1, müsste gehen, 1, 1. Oh. Komm, letzte Kiste machen wir auf. Perry. Nein. Und eine neue Waffe? Eine Morkey? Alter, die sieht geil aus. Eine Autosniper. Oh, auch nicht schlecht. Alter. In der letzten Kiste haben wir was Schönes gesehen. Oh mein Gott, da war die AK zu sehen. Und da dahinter direkt ist der Track 57. Jetzt gucken wir doch mal, was wir insgesamt bekommen haben. Viele blaue Waffen haben 1-2 pinke Items bekommen, davon 1 in Stat-Track. Also die ist mal auch... Ich kann die vom Kampf gekennzeichnen. Das soll wirklich die schlechteste Qualität sein. Sieht mir übertrieben geil aus. Ja. Dann hier so eine XM1014. Sieht auch ganz cool aus. Auch aber eine schlechte Qualität. 1, 2, 3 Glocks und 3 Shotguns. Das heißt, wir contracten nochmal und hoffen, dass wir da eine coole Waffe herbekommen. Aber die Qualitäten, alles einsatzerprobt, abgenutzt, einsatzerprobt, einsatzerprobt, minimal, zweimal, dreimal. Ich öffne jetzt auch noch mit. Ich mache noch hier Aufwertungsvertrag. Eine Kiste habe ich ja noch, komm, ich öffne jetzt auch noch eine. Erworben, wir machen mal erworben. Wir versuchen mal. Einsatzerprobt, minimal. Minimal, minimal. Wir hauen die besten Skins. Oh, Fabrik neu. Minimal. Alter. Was hast du bekommen? Eine Max 7 Firestar. Richtig abgenutzt. Und davor war direkt die M4 Griffin. Harte Entscheidung. Nimm mal noch zweimal Einsatzerprobt. Nimm mal noch. Komm, nimm mal hier. Die und die. Wir können, Leute. Wir können. Wir lösen gleich die Wette natürlich auf. Wir können noch zwei Sachen rausbekommen. Wir können zwei M4s, glaube ich, noch rausbekommen. Insgesamt. Mokka. Gib uns bitte noch eine M4. M4A4, bitte. Bitte, ich hab bitte gesagt. Nein, diese Shotgun kotzt mich langsam an. Schaff mir noch immer. Ich
glaube, einmal schaffen wir noch. Du kriegst die Schlauchblinde. Das war ja so klar, ne? Komm, wir packen noch zwei Mix-Sevens drauf. 70% Chance auf neues Item, auf die M4. 70% Chance, zumindest auf die neue Kollektion. Ja, die ist nicht schlecht. Zumindest überhaupt die neue Kollektion und dann noch eine M4-1 Basilis. Werden wir giveawayen. Demnächst, in den nächsten Streams. So, was haben wir hier rausbekommen? Das war so, ja, sag ich mal, im Endeffekt der Loot, den wir bekommen haben. 3 Glocks, eine P250, die mega geil ist, eine XM10, 4 Shotguns, eine Murky. Die Murky finde ich auch ganz cool, auch wenn es eine blaue Waffe ist, sieht so cool aus. Und die Basilisk als allerletztes Item. Hat auf jeden Fall die Glocks, die sehen auch immer anders aus, ne? Ja. Ja, die haben vorne, glaube ich, immer ein bisschen mehr oder weniger. Mhm. Stimmt. Hat mich einer eben im Chat gesagt, so, dass die Glocke anders aussieht. Da achtet man bestimmt auf diesen Kreis, wo der ist. Hier ist der Kreis zum Beispiel da unten. Hier ist der Kreis da unten. Also sieht immer anders aus, hast du recht. Die sind fabrikneu, minimal und minimal. Ja, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Case Opening.